Das stimmt eigentlich nicht mit Supercell. Im Moment ist da ja ein bisschen der Wurm drin, aber wenn ihr nach dem Update nicht angreifen konntet, eure Kriegsbasis war total verstellt, euer Game stürzt ab, dann seid ihr in jedem Fall im richtigen Spiel. Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es ist Wartungspause tatsächlich. Und es stand auf Twitter, vor 52 Minuten stand auf Twitter: Hey Chiefs, we'll take a maintenance break in approximately 20 minutes from this post. 20 minutes from this post. Vor 52 Minuten gepostet. We'll be making some server improvements and fixing a couple of bugs. Mal sehen, ob das jetzt weg ist dann. Replays werden wieder invalid sein. Also, wenn ihr in Clankrieg steckt, habt ihr mal wieder keine Wiederholungen, die sind wieder weg. Es ist mir ein Rätsel, warum man die Wiederholungen im Clankriegen überschreibt, wenn man Game Bugfixing betreibt. Aber okay, gehen wir gleich rein in Clash of Clans Nachtdorf 2.0 oder Lupendorf 2.0, je nachdem, wie ihr es seht. Im Moment oder gestern Abend war es leider Lupendorf. Ich hoffe, das hat sich heute verschlimmbessert. Bis gleich. Okay, dann gehen wir mal rein ins Spiel. Das Update ist durch, also hat jetzt doch nur noch ein paar Sekunden gedauert, nachdem ich die Aufnahme eigentlich pausiert habe. Und ja, es gab hier also erstmal, muss ich dazu sagen, ihr müsst euch die Patch Notes genau durchlesen. Ihr müsst euch die Patch Notes genau durchlesen, denn in den vollständigen Patch Notes gab es hier auch ganz, 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 ganz weit am Ende etwas, was im Tagdorf so ein bisschen zu Trage kam, nämlich so ein bisschen ist vor allen Dingen an den Warden behoben worden, dass man jetzt nicht immer 20 E-Titanen setzen muss, damit der Warden endlich denen auch folgt und nicht immer sein eigenes Ding macht, wenn man den Wächterwalk macht. Das ist ja häufiger mal so. Aber das, was mir gestern Abend auch schon aufgefallen ist, das ist aber heute Morgen schon weg. Mich hat es eigentlich gewundert, dass das Event hier oben noch nicht mal in den Ereignissen steht. Jetzt steht das Event hier mit drin, beziehungsweise in den neuen Herausforderungen kannst du eine neue Bauarbeiterbasisstrategie proben, beweise dein Können und hol dir Belohnung. Ja, das hat mich gebrochen gestern Abend, Leute. Das hat mich ganz hart gebrochen. Ich kann hier auch gar nicht klicken. Also ich kann hier gar nicht hintapsen, dass ich da auch hinkomme. Aber gehen wir mal rein. Denn ich hatte ja gestern kein Video gemacht, sondern ich war gestern live. Gestern Mittag haben wir erstmal Warteschlangen, Just Chatting gehabt. Und dann sind wir aber dann doch noch in der letzten Stunde dazu gekommen, dass wir so ein bisschen Clash of Clans gespielt haben, also schon ein bisschen was abgedatet. Ich habe noch keine richtige Strategie, was es, wenn es darum geht, auf Builder Hall 10 abzudaten, aber du musst sowieso zwei Sachen vorher machen. Das heißt also, wenn Builderbase 10 hier startet, dann gibt es dann natürlich so einen kleinen Hinweis vom Bauarbeiter, also vom Basisbauarbeiter Häuptling hier, dass es jetzt den Otto gibt. Es gibt also die Otto Hut hier oben in der zweiten Etage oder in der zweiten Stage oder Second Stage, je nachdem. Und ihr müsst auf jeden Fall den X-Bogen bauen und ihr müsst die heilende Hütte bauen. Vorher bekommt ihr den nicht raus. War es die heilende Hütte? Ah ne, stimmt gar nicht. Es war die heilende Hütte. Schuldig, Leute, es war die heilende Hütte und es war der Kampfschrauber. Die beiden Sachen waren es, um hier dann das Builder Hall auf 10 zu bringen. Das haben wir hier mit dem Hammer gemacht. Also Builder Hall 10 ist in jedem Fall am Start und es gibt jetzt auch die Reise des Häuptlings. Ja, auch hier in der Builderbase hat man das jetzt eingefügt. Finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Aber lasst euch nicht davon irritieren. Meine Base sieht natürlich noch grauenhaft aus, weil die ganzen Hindernisse wurden, wenn man in die Patch Notes reinschaut, dann wurden die nicht willkürlich oder wahr irgendwo hingepackt. Und auch meine Fallen und so waren irgendwie verteilt in der Base. Das war schon richtig so, weil natürlich jeder ein anderes Design hat. Also ich bin ja so einer, der lässt eigentlich immer ganz gerne ein bisschen Bäume so in der Base rumstehen. Und deswegen waren die Fallen und teilweise die Gebäude, obwohl die Gebäude nicht, aber meistens die Fallen, irgendwo noch verstreut. Es gibt neue Hindernisse hier, die sind auch ein bisschen teurer. 80.000 hier zum Entfernen. Oder man kann es natürlich auch mit der Schippe machen. Aber gestern Abend bin ich hier tatsächlich am Nachtdorf 2.0 zerbrochen oder gebrochen. Denn die Challenge hier hat mich ziemlich, ziemlich mitgenommen, kann ich euch sagen.
ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an der letzten Challenge gesessen habe, Leute, aber ich habe sie geschafft. Ich habe sie doch noch geschafft. Ich weiß nicht, es war ziemlich spät, aber es war ziemlich spät. Ich war sehr unkonzentriert und ich habe sie aber trotzdem am Ende noch geschafft. Und ich habe die Schaufel. Ich wollte ja unbedingt die Schaufel haben. Ja, es gibt natürlich einen neuen Skin. Den könnt ihr euch hier auch erspielen. Die anderen Sachen habe ich mir jetzt noch nicht abgeholt, weil sie gehen jetzt im Moment nicht in meinen Pötten rein. Aber ich habe die Challenge hier geschafft, also für die, die gestern Abend noch im Livestream mit mir hier, ich will nicht sagen gefiebert haben, sondern gelitten haben, denen sei gesagt, Toto hat es doch noch geschafft. Mit einer ganz anderen Taktik. Mit einer ganz anderen Taktik, als dass ich die tatsächlich gestern Abend im Stream gespielt habe. Und aber was gibt es eigentlich Bahnbrechendes Neues? Klar, es gibt hier jetzt die Second Stage, es gibt hier die neue Hütte, es gibt die neue Verteidigung, es gibt den richtigen Otto-Post hier, den kann man auch leveln, weil aus dem Otto-Post kommen die Seppis raus, ja, um nochmal ein bisschen zu verteidigen, wenn der Otto-Post hier oder die Otto-Hütte oder Ottos Außenposten, ja, wenn der zerstört wird, ist auch nochmal ganz tricky. Also die vier Seppis, Leute, die sind nicht zu unterschätzen. Im Moment kommt bei mir nur einer raus und viele haben auch gefragt, wie ist das jetzt eigentlich mit Angreifen und Verteidigen? Ja, ihr könnt euch den Sternebonus immer einmal pro oder alle 8 Stunden jetzt im Moment, glaube ich, abholen. Ich weiß gar nicht, ob das alle 8 Stunden war oder, nee, war gar nicht alle 8 Stunden oder einmal am Tag oder sowas. Und danach habt ihr nur noch den Lot aus eurer Liga. Ich bin im Moment in Platin Liga 2 und ihr könnt hier unendlich oft angreifen. Wenn ihr angreift, heißt das nicht automatisch, dass ihr auch angegriffen werdet, weil diese Duellkämpfe gibt es nicht mehr. Also ich greife an, ich greife jemanden an, ich sag mal, ich greife Bob an und Bob greift automatisch mich an oder muss mich angreifen. Das ist nicht mehr so, sondern wenn ihr online seid, könnt ihr einfach angegriffen werden und dann füllt sich hier die Elixierkarre. Meine ist im Moment voll, weil meine Lager alle voll sind. Und ich keinen Bauarbeiter mehr habe. Der andere Bauarbeiter ist im Tagdorf, weil wir ihn auch schon gehabt haben. Und der verbleibt hier jetzt auch fest. Das ist also jetzt kein Wanderfrosch mehr, der hin und her geht, sondern er ist hier jetzt fest mit drin. Und wie man es sich dem erspielt, glaube ich, sollte jedem klar sein. Wenn nein, dann erkläre ich euch das gerne nochmal an anderer Stelle. Aber streng genommen sollte das jedem klar sein. Ja, und gestern gab es natürlich die Lupe hier. Ich hatte die gestern Nachmittag erst nicht. Ja, ich hatte die gestern Nachmittag erst nicht bei der Gegnersuche. Ich habe also relativ schnell immer einen Gegner gefunden. Und allerdings dann gestern Abend in den Stream, ich bin ja abends auch nochmal online gekommen, da hatte ich die dann auch. Da konnte man sich damit retten, dass man angriff und dann ganz, ganz schnell abbrach und wieder angriff. Manchmal hattest du Glück, dass du einen Gegner gefunden hast. Manchmal hattest du Pech, dass du keinen Gegner gefunden hast. Und du konntest die Lupe eigentlich sofort abbrechen, weil die lief stundenlang. Teilweise. Und aber die Neuerungen hier sind natürlich, wenn man Bilderhall 9 ist, dass man hier oben das Verstärkungslager bekommt, beziehungsweise, nee, das ist das Armeelager, das ist das Verstärkungslager hier. Das heißt, wenn ihr in die Second Stage, also in die zweite Stage hochgeht, dann habt ihr hier nochmal Verstärkungstruppen, die kommen dann damit hinzu und je nachdem, wie viele Truppen ihr natürlich aus der ersten Stage mit rübernehmt, desto kraftvoller ist eure Armee, vor allen Dingen für den zweiten Hit. Ich bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt wirklich funktioniert, ob die Suche jetzt wirklich, wirklich schneller ist. Was ich noch dazu sagen muss, die Bauzeiten hier sind jenseits von Gut und Übel böse, Leute. Das sind Bauzeiten hier mit Pass. Ja? Und eigentlich, wenn beide Bobs laufen hier, dann kannst du dir die Pötte vollfarmen und hast erstmal ganz lange Zeit, nichts zu tun oder halt zu boosten. Ich habe gestern geboostet. Ich habe mittlerweile hier im Glockenturm 17 Tränke drin stecken. 17 Tränke, denn ich habe das Angebot gekauft mit den 10 Tränken hier. Es gab hier ein Angebot mit 10 Tränken. Die Schaufeln hier, ich weiß, ich meckere immer über die Schaufeln, aber ich würde sie mir tatsächlich kaufen, denn es gibt das Angebot 7-mal. Du kannst es also 7-mal kaufen in den Zeitraum. Mal sehen, ob ich es mir nicht doch noch mal kaufe. 3 Tage, 23 Stunden habe ich noch Zeit, um hier ein paar Schaufeln einzusetzen. Aber alle anderen Angebote sind mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Und aber es gab natürlich in dem kleinen 3,49 Euro Paket 10 Uhrenturmtränke. Das heißt,
ich hatte 10 Uhrenturmtränke, 5 in der Klanburg und entschuldigt bitte, und hier im Event gab es, glaube ich, auch 3 Stück oder 2, meine ich, ja, 2 Stück, kommen wir auf 17. Das Dusselige, was ich gemacht habe, ich habe einen Tag vorher meine Tränke hier verkauft, ich dussel, ja, ich habe meine Tränke verkauft gehabt mit den Überfallmedaillen. Das passiert mir aber nicht nochmal, aber es wäre sowieso egal gewesen. Ich hätte Überfallmedaillen sowieso im Überschuss gehabt. Das heißt, ich kaufe die jetzt noch 3-mal, weil ich möchte nicht ganz so viel Gems ausgeben. Kaufe die jetzt noch 3-mal und nehme hier nochmal 3-mal den Turm hier. 1, 2, 3. Dann könnte es gerade so passen, den einen Uhrenturmtrank verschlimmbessert hier die Zeit um ungefähr 5 Stunden circa. Dann hast du ja noch einmal den alle 8 Stunden, den 30 Minuten Boost, den habe ich aber heute Morgen schon gemacht. Und dann kann es sein, dass ich hier vielleicht endlich den X-Bogen frei habe, endlich wieder einen Bauarbeiter frei habe, denn wir müssen noch so viel leveln hier. Angefangen oder abgesehen von der heilenden Hütte. Je höher die heilende Hütte im Level ist, desto höher ist natürlich auch die Heilgenerationsrate, Regenerationsrate bei deinen Truppen. Wir müssen hier die Kaserne hochballern, die wollte ich eigentlich mit dem Hammer machen, also mit einem Hammer des Buches da oder des Bauens, dann haben wir die sofort, weil die Truppe muss auch gelevelt werden. Wir gehen wieder rüber, der Kampfschrauber ist auf Level 15 nicht wirklich zu gebrauchen, der ist meiner Meinung nach ein bisschen zu schwach auf 15, der muss in jedem Fall gelevelt werden, man kann schon was damit machen, aber nicht wirklich viel. Okay Leute, lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir mal rein, mal sehen, ob die Suche heute Morgen wirklich so gut klappt. Ihr seht hier meine Armee, die ich ausgebaut habe. Wir gehen auf jetzt suchen und ich finde sofort einen Gegner. Ja, ich finde sofort einen Gegner. Das ist cool, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier vorgehen. Viele haben auch schon geschrieben, ich schaffe gar keine 3 Sterne mehr. Jo, in der Tat, schafft man gar nicht mehr so dolle. Wohl wahr. Und ihr seht das hier. Dass die Truppen, auch da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, die haben jetzt Zahlen darüber stehen, wenn ich jetzt auf die 1 drücke, das ist der erste Päcker hier, dann ist der erste Päcker jetzt aktiviert. Ich nehme mal Nummer 4 und nehme Nummer 5 auch einmal in die Activation hier mit rein. Das funktioniert auch wunderbar, aber jetzt müssen wir gleich hier hinten nochmal unsere Hocks setzen, da sind sie jetzt erstmal, oh, hat doch ein bisschen was gebeutelt. Okay, mal sehen, die Kampfmaschine ist unheimlich stark, Leute. Die Kampfmaschine ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich lasse sie jetzt aber mal austrudeln hier. Wir haben die erste Stage geschafft. Ich nehme jetzt nochmal die Fähigkeit. Dann habe ich sie nochmal voll. Und ich habe die erste Stage geschafft, aber wir haben 2 Päcker verloren. Aber einen kriegen wir jetzt nach. Ja, einen bekommen wir nach. Und einen Hog Rider bekommen wir auch nach. Das wechselt automatisch in das Dorf jetzt hier. Und anders als bei den Challenges läuft hier jetzt die Zeit runter. Wenn ihr die Challenges spielt, läuft die Zeit nicht runter. Ihr könnt euch alle Zeit der Welt lassen und könnt überlegen, wie greife ich jetzt diese Base weiterhin an. Das ist jetzt hier nicht so. Hier läuft die Zeit jetzt halt runter. Und ich muss überlegen, wie schaffe ich jetzt die zweite Stage hier. Und vor allen Dingen, ist das jetzt so ein Standarddesign hier, was hier jetzt an den Tag gelegt wurde? Oder ist das eher so ein Design, was man kopiert hat. Es gibt ja schon einige YouTuber, die schon die ersten Bases haben und die haben die auch schon gelinkt. Das heißt also, unter Umständen trifft man jetzt natürlich öfter auf diese Bases. Ich kann jetzt nichts mehr aktivieren. Das heißt, den neuen Packer kann ich natürlich noch aktivieren, aber die alten leider nicht mehr oder den alten nicht mehr. Das heißt, wir gehen hier rein mit der Kampfmaschine. Wir gehen hier mit dem ersten Packer rein und nehmen den zweiten hier hinter mit drin und machen jetzt erstmal den Lava-Launcher da weg. Ich lasse die Maschine mal noch so ein bisschen laden hier. Die kann ruhig aufladen, Leute. Das macht überhaupt nichts. So, jetzt hat sie sich selber gezündet. Päcker hier auch gerade gezündet. Und meine Hawks sind noch ganz gut dabei. Aber der Wachposten da, na, der wird mir natürlich jetzt alles zunichte machen hier. Also die zweite Stage zu schaffen, ist nicht ganz so einfach. 142, 146%. Wir kriegen aber den einen silbernen Stern noch mit dazu. Also es ist schon ein bisschen taktischer und etwas schwerer geworden, hier anzugreifen. Aber 36, 5 und 21 von den Hämmern haben wir bekommen. Also quasi Pokale.
Ja, aber es funktioniert, das Suchen funktioniert vor allen Dingen. Hier unten steht bei mir beim Angriff im Moment nichts. Wenn bei euch steht, ich sag mal 2 schräger 11, dann bedeutet das, dass ihr 2 Sterne gemacht habt und 11 Sterne braucht ihr, um den Bonus zu bekommen. Wir können auch gerne mal eine andere Truppe nehmen, weil die habe ich jetzt immer nur so genommen. Denn einige Truppen, das wisst ihr selber, die kann man aktivieren, wie zum Beispiel den Bomber. Und einige Truppen kann man weiterhin aktivieren, wie zum Beispiel so die Riesen hier. Dann haben wir noch das. Und wir können auch noch mal die Kanonenkarre mit reinnehmen, denn die ist auch nicht schlecht. Aber die müsst ihr ein bisschen weiter wegsetzen. Und wir kriegen danach rein Hawkeye. Jetzt hätten wir natürlich die Auffrischungstruppen kurz mal ändern können. Also ihr merkt schon, im Nachtdorf wird es jetzt so ein bisschen taktiklastiger, viel, viel individueller. Und Supercell hat in den ersten Sätzen der Patchnotes auch geschrieben, es soll wieder Spaß machen. Ja, bin ich mit dabei. Kann ich unterschreiben? Ich habe ja eine Umfrage gestartet gehabt, Leute. Den zünden wir sofort. Und mal sehen, ein Packer, 2 Packer, dann gehen wir hier mit den Riesen noch mit drin und meine Kampfmaschine ist schon fast down. Okay, wir nehmen die Kanonenkarre. Ihr seht, wenn ich die Kanonenkarre jetzt einmal umstelle, dann wird die jetzt zum Mortar. Die beiden Riesen hier zünde ich auch eben mal, dann haben die Heilaura, der wird zum Mortar, also zum Minenwerfer. Und wenn er nichts mehr tut, dann steht ein Fragezeichen, dann müsst ihr den kurz einmal auflösen wieder. Kurz einmal auflösen, dass der dann hier weitermacht und ihr könnt ihn aber sofort wieder anders nehmen. Schnell die Kampfmaschine nochmal genommen. Ihr könnt ihn sofort wieder anders nehmen und dann sollte es das hier gewesen sein. Jetzt könnt ihr ihn sowieso wieder umstellen. Also man muss schon so ein bisschen viel, viel mehr hier agieren. Ja, man muss viel, viel mehr agieren und das macht im Moment gerade den Charme des Spiels, glaube ich, richtig schön aus. Hier schöne Bombe von dem Bomber. Der Bomber ist auch ziemlich stark. Die erste Stage haben wir geschafft. Wir haben jetzt einen Riesen verloren und einen Packer. Haben aber noch die Kampfmaschine. Die kann ich auch nochmal zünden. Dann hat die gleich ein bisschen mehr Heil. Und wir haben auch noch die Kanonenkarre, / Minenwerfer. Wunderbar. Erste Stage auch hier gepackt. Zweite Stage. Um die zweite Stage, glaube ich, sinnvoll zu schaffen, ist es, glaube ich, notwendig, dass man noch genug Truppen aus der ersten Stage mitbringt, muss man ganz klar so sagen. Ich meine, ich greife hier jetzt an, ich sag mal so aus dem Bauchgefühl, ja. Ich mache jetzt nichts Wildes hier, aber wir können hier jetzt, glaube ich, schon, außer hier ploppt gleich ein Tesla hoch, können wir, glaube ich, schon mit dem Ding hier vorgehen. So, ja, einmal umgestellt, dann ballert er hier so ganz piano auf den Otto Außenposten schon mal. Und wir könnten hier ein bisschen reinfunneln. Würde ich sagen, jetzt wollen wir mal gucken. Wir nehmen die Kampfmaschine vor Packer hier mit drin. Den Riesen auch. Oh. Shit. Lasst mal mein Ding da in Ruhe, Leute. Okay, den stellen wir aber wieder um. Das passt soweit. Wo ist der Bomber? Wo ist der Bomber? Nee, habe ich wieder nicht aufgepasst, dass die natürlich vom Lava Lounge. Ach, den Bomber habe ich gar nicht gesetzt, okay. Ich hatte den Bomber gar nicht gesetzt. Wo könnten wir den denn durchbouncen lassen da? Nee, ja, kriegen wir noch ein bisschen was? Ah, nee, schaffen wir nicht mehr. Aber auch hier ein Stern. Also 3 Sterne wären dann schon ganz schön schwierig, beziehungsweise noch habe ich ja die geboosteten Truppen vor allen Dingen. Ah, nee, die habe ich schon gar nicht mehr, ne? Habe ich die noch? Ah ne, habe ich gar nicht mehr. Die habe ich gar nicht mehr, stelle ich jetzt gerade fest. Gestern hatte ich die noch. Okay, hatte man die nur einen Tag? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich meine, die waren gestern immer noch 35. Die waren voll geboostet. Komisch. Geh nochmal rein, Leute. Aber nee, ich habe sie nicht mehr maxed. Okay. Machen wir das so. Und so, die stellen wir eben auf. Wir nehmen mal hier den Mauerbrecher. 1, 2 hier rein. 1, 2. Ja, wann mal die Kampfmaschine zündet, na komm. Mach den Bogenschützenturm. Jawohl. Dann gehen wir mal weiter.
Oh, das war ein bisschen zu spät. Ah, da habe ich die Kampfmaschine verloren. Das war zu spät. Und der Bomber geht natürlich erst auf die Mauern, tolle Wurst. Na, die erste Stage schafft man, glaube ich, trotzdem immer irgendwie. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber dieses Mal, glaube ich, schaffen wir sie nicht. Da stehen noch drei Tesla. Okay, aber ich habe auch noch einen Packer dort. Hab noch die eine Kanone. Ein paar Truppen sind auch extrem schwach gemacht worden. Kann ich euch auf jeden Fall auch da sagen. Aber probiert es einfach mal aus. Und ist jetzt allerdings schon ein bisschen schwierig. Ich stelle die nochmal um hier, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ah ja, okay, die war auch gar nicht mehr in Range. Also erste Stage schon nicht geschafft, 79%, aber es gibt immer so einen kleinen Trostbonus. Und in der Zeit, wo wir jetzt was machen, also ihr könnt durchgehend angreifen, Leute. Ihr müsst auch nicht mehr warten, bin ich denn mal angegriffen worden, ja? Ja, ich werde angegriffen. Ich kann es mir sogar live angucken. Ich kann es mir sogar live anschauen. Okay, der ist schon in der zweiten Stage, hat aber auch nur noch einen Bomber und einen Packer. Und überlegt jetzt wahrscheinlich auch, wie will ich die denn jetzt schaffen hier? Also alles nicht so einfach. Aber es macht, ihr merkt das alle selber, es macht wirklich Laune. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie eure erste Meinung war. Ich habe ja gestern im Community-Tab auf YouTube gefragt, was ist eure erste Meinung für, denn für die erste Chance gibt es keine, nee, für den ersten, wie heißt das immer? Für den ersten Blick gibt es keine zweite Chance oder so. Dort gab es vier Antworten, gut, nicht so gut, schlecht und was für ein Update. Und 100 Leute oder so haben circa abgestimmt. Und da war auf jeden Fall mit weit über 50% die Masse dabei, die das Update trotzdem, trotz der kleineren Bugs hier, als gut empfunden hat. Ich bin da auch mit bei. Ich konnte nur nicht selber voten, aber ich bin da auch mit bei. Und finde ich aber sehr, sehr schick. Und ja, ihr seht das hier. Es wird hier auch relativ schnell voll 400.000 in die Karre. Ich weiß auch gar nicht, ob man die mal leveln kann oder sowas. Oder ob die mal ein bisschen größer wird, weil 400.000 ist echt nicht viel. Aber die Kosten sind ja auch enorm. Und im Moment kann ich ja noch gar keine Truppe leveln. Aber ich denke mal, die Kampfmaschine wird ein Level hochgehen. Hier gab es auch den Skin. Ja, das ist ja der Originalskin hier, den kennt ihr. Ja, und wenn ihr die, wenn ihr die Herausforderung spielt, dann habt ihr in der Ladder der Herausforderung relativ weit oben. Habt ihr den neuen Skin hier, der erste Skin überhaupt für die Maschine. Und passt richtig, richtig cool. Also, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, finde ich. Da gibt es nichts dran auszusetzen, Leute. Ihr könnt das drehen und wenden hier. Das geht auch so ein bisschen aus dem Design hier raus. Ich finde es super, super gut, ehrlich. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich so richtig abgeflasht bin, aber ja, bis auf die Bauarbeitergeschichten finde ich hier alles ganz schick. Es begeistert mich, was Supercell hier geschaffen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen fehlerbehaftet war, aber ich glaube, es ist im gesamten Paket erstmal gelungen hier. Ich denke, man hat auch wieder einige Spieler zurückgeholt ins Nachtdorf, die hier jetzt spielen. Es gibt eine ordentliche Ladder, Leute. Ich würde natürlich gerne in Emerald kommen, also in Smaragd. Ja, bis nach Rubin und hier oben in Diamant wird es sicherlich noch etwas dauern, denn ich muss auch erstmal jetzt die ganzen Gebäude hier bzw. meine beiden Bases auch neu bauen lassen. Und da bin ich auch wirklich mal gespannt. Ich muss ja auch ein paar Bäume wegnehmen. Schade, schade, leider, leider muss ich ein paar Bäume entfernen. Die sind auch, obwohl das sind noch so die alten Kosten hier da oben im anderen Ding, da sind diese Wurzeln hier. Die kosten schon ein bisschen mehr, aber ich bin ganz ehrlich, man hat's ja, man hat's ja. Ja, und zwar nicht zu knapp. Es gibt ja einen großen Teich, großer Teich. Okay, den lassen wir aber mal da, ne? Großer Teich. Ich glaube, der wächst auch nicht nach, ne? Kleine Wurzel, noch kleinere Wurzel. Stone haben wir hier. Okay, die Steine werden auch nicht nachwachsen. Aber ich glaube, den Teich, den lassen wir da mal. Oder wir nehmen eine Schaufel und setzen ihn um.
könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was es mit diesem mysteriösen Teich auf sich hat. Jo, das war mein erster Eindruck und schön, dass das Video heute Morgen aufnehmen konnte, denn ich habe im Moment ein bisschen mehr Zeit. Das heißt also, bleibt auf jeden Fall am Kanal dran, vor allen Dingen Twitch.tv/TotoClash. Ich habe diese Woche Urlaub, das heißt, ich werde ein bisschen mehr streamen dort und da haben wir gestern schon 6-7 Stunden, glaube ich, verbracht hier in dem Game. War richtig schön mit euch, muss ich sagen. Schön viel diskutiert, viel gelacht vor allen Dingen. Das ist immer wichtig, Leute. Den Spaß nicht vergessen. Es ist nur ein Spiel. Ja, also vergesst nicht den Spaß. Und lasst den Kopf nicht hängen, wenn es bis jetzt nicht ging. Scheinbar geht es ja jetzt nach dem Update ganz gut. Und dann hoffe ich, dass ihr weiterhin hier ein wenig auch jetzt Nachtdorf clasht. Ich werde es jetzt auch machen. Ja, ich weiß. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ja, ich find's gut. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir, wie gesagt, ein Abo da lasst, ein kostenloses Abo. Könnt ihr mir auch auf Twitch da lassen und stellt euch dort die Glocke, dann verpasst ihr auch keinen Livestream mehr von mir. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Stur lächeln und winken, euer Toto clasht.